Kunst trifft Design. Zur Förderung von Nachwuchskünstlern haben sich die Neue Sammlung und die BMW Group Design zusammengetan. Nachts erwacht auf der 2002 realisierten Wand Art of Car Design, junge Videokunst zum Leben. Ich bin Viktor Hausladen. Ich beschäftige mich mit multimedialer Bildhauerei und bespiele jetzt für ein Jahr die Neue Sammlung in der Pinakothek der Moderne mit einer Zweikanalinstallation mit dem Namen Aditon. Aditon kommt aus dem Altgriechischen und heißt eigentlich übersetzt einfach das Unzugängliche, Unbetretbare. Der Betrachter ist ausgesperrt aus dem Museum und kann an den Fenstern entlang gehen und irgendwie versuchen, da einen Zugang zu finden oder eine neue Perspektive einzunehmen. Er wird niemals gleichzeitig in dem Raum sein. Das hat natürlich auch wieder diesen unzugänglichen Aditon-Charakter. Ich wollte gerne einen Diskurs auch zwischen zwei Bildern machen. Da ist ein Windkanal, das ist ja eigentlich ein Kreislauf, in dem dieser Wind dann irgendwann auf die Autos trifft. Und wenn man da ganz weit hintergeht, sieht man eigentlich diesen riesigen Rotor, der diesen Wind betreibt. Der zweite Raum ist ein Hain in Franken. Es wird viel spekuliert, ob vielleicht die Kelten, den sie schon zunutze gemacht haben, den als heiligen Ort begriffen haben. Es interessieren mich gar nicht die einzelnen Geschichten, sondern dieses Konglomerat der Geschichten, weil man immer vermutet, dass da was Besonderes ist. Und die beiden Orte haben durch ihre Gegensätzlichkeit was miteinander zu tun. Diese Sehnsucht nach immer weiterer Perfektion und die Natur beherrschen auf eine Art und Weise, dadurch, dass man ja Wind erschafft, das fand ich eh schon spannend. Und als BMW mich gefragt hat, ob ich es machen soll, habe ich mir gedacht, wenn es eine Möglichkeit gibt, jetzt mal in einem Windkanal zu drehen, dann wird es jetzt sein. Ich wusste nicht, wie unglaublich dieser Raum ganz hinten, in dieser Quellenraum, dieser Rotorraum ist. Und bin dann immer weiter durch eben so Lamellen durchgeführt worden, immer weiter, immer tiefer rein in diesen Ort, und das ist schon gewaltig. Und gerade eben in ganz hinten drin, in diesem Rotorraum, der überragt diese riesige Turbine ein und die Wände fließen um einen rum und man kann es gar nicht richtig greifen. Das hat ja fast was Kathedralisches eigentlich schon. Mit diesen beiden Bildern geht es natürlich auch darum, eine Gleichzeitigkeit zu schaffen. Und diese Bilder versuchen natürlich Ruhe in den Film zu bringen, den der Film eigentlich fast nie hat. Also auch die mögliche Bildhaftigkeit von Film versuche ich weiterzutreiben. Es geht tatsächlich darum, Film zu hängen eigentlich. Es geht natürlich schon auch immer viel um Schönheit. Und ich wünsche mir natürlich, dass man sich darum kümmert, dass die Welt auch dadurch, wie wir rumlaufen zum Beispiel und mit was für Autos wir fahren, möglichst schön bleibt.